sobald er auf dem Eis ist, weiß man, es ist gefährlich. Il a dominé la saison régulière. Er war extrem gut offensiv. Und auch defensiv hat er einen unglaublichen Job gemacht. Und was noch fast gefährlicher ist, er kann jeden anderen Mitspieler kann er gefährlich machen. Ça a été une grosse partie de l'équipe de Zug et c'est aussi une des raisons que Zug a gagné le titre. Was er gut reingebracht hat, sind auch Emotionen, Aggressivität, die man braucht in unserem Sport. Für mich war er über die Saison und die Playoffs der kompletteste Spieler. Top-Spieler. Hallo zusammen! Hallo! Viel besser, also. Und, wer geht rein? Hallo! Und? Okay. He has no idea what's happening today. I can assure you that. He has no clue. So, ich glaube, mir und Jan, wir spielen gegen alle die. Hahaha! 3 gegen 3. I mean, first of all, he scored a lot of points for our team, obviously. But other than that, he's a hard worker, he's a leader, and he's a great person too. So it's really fun to see him getting it. He deserves it. In grado di segnare, in grado di far passaggi, in grado di usare il fisico. Ecco perché secondo me l'ha meritato. This way. Oh, this way. Und das irgendwie mit einer Leichtigkeit. Also er ist immer voll bei der Sache, aber gleich ist er auch so ein gritty Spieler, der aber immer noch so ein Lächeln auf den Stock zu hat. Er ist sehr ein bissiger Spieler. Also macht nicht nur Punkte, sondern tut auch Checken verteilen, Checken fressen. Hey! 2 Minuten, okay. Er zieht das Team wirklich mit und probiert eben nicht nur sich in den Vordergrund zu stellen. Also zusammen, wir müssen da rein, ne? Er hat auch die Intelligenz, den Puck so zu haben, dass er eben auch andere in gute Positionen bringen kann und den auf ihn anspielt. Oh! Oh! Vincent! Lionel! Klimmer! Ja! Bist du in der Schweiz? Ja, im Zug. In FVZ. Guy asked me if I play in Swiss. Ja. He's gonna smile a lot. That's something he always does. He's gonna smile and laugh a little bit. He's gonna be grateful, but he's probably not gonna want to show too much how grateful he actually is. But we all know that obviously that's a big accomplishment, and I think he should be proud of himself. Last year, Mr. Kovar, he became the best player in the whole league. Okay. He was nominated for the best player in the regular season, but also the best player in the playoffs. So it's my turn now to hand over some rewards to the best player in the whole league last year, Jan Kovar. Oh, danke. Danke, Daniel. Work hard, boys. Work hard. Have a speech for the boys. Okay, so guys, work hard and thank you. That's nice. I want to cry a little bit. It's nice. The surprise was very big for me. I didn't expect that. And I think the last season was special and it was amazing. And I think a lot of guys from our team deserve this one, but I get it, and it's so nice. Hast du mir einen Unterschrift? Ja, Unterschrift, ja.